Bist du deppert, die Wadelziegen? Jetzt haben wir verdiente Pause machen und mir mein Magnesium drin keine Ziegen. Damit mein Musculus gastrocnemius besser wächst. Das schaut's, gell? Prost, Prost. So, ich hoffe, die kommen bald, weil ich über Facebook eine eigene Gruppe gegründet. AGB, Austrias Greatest Biker. Und jetzt wart ihr auf Hochleistungssportler, die motiviert sein, mit mir eine Runde zum Ziegen. Ich sag's euch, das Mountainbiken ist voll im Trend. Und das sogar übergreifend auf andere Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, ja. Die Tabellenletzten, die lassen sich seit neuestem immer noch Radl fahren, damit sie sich rechtzeitig an das Absteigen gewinnen. Ja, Petri Sorgel und Heil Reifen und auch Gleichgesinnter, hey. Bist du auch da mit deinem Radl oder was? Nein, ich habe mein Radl spazieren getragen. Sie habe ich nicht auch mein Radl. Weil ich schon einen großen Trail abgecruised. Was? Was, Trail? Abcruisen? Also ich kenne leider meinen Nachbarn, den Trail Franze. Der schickt seine Kirche zum Abgroßen. Das heißt einfach den Berg auf und wieder runterfahren. Ist halt nur was für echte Profis wie mich. Weil du weißt eh, Schweiß ist die Schwäche, die den Körper verlässt. Gegenwind formt den Charakter. Und nur die Harten kommen in den Garten, die Weichen kommen in die Speichen. Also ich kenn ja leh, Alkohol, du böser Geist, der mich nachts vom Radl schmeißt. Aber pass auf, du hast aber ein feines Radl. Ja, bist du denn? Ja, das schau's, gell? Das ist eines der besten Mountainbikes auf dem Markt. Mit Carbon-Roma. High-End Federgabel. Kraftübertragungsdrucksensoren. Jawohl. Leichtlauf-Rennsprungreifen. Touchscreen-Dynamo. Ist gerade der Akku. Automatisch einfahrbare Kotznaugen. Da sind keine Kotznaugen drauf. Die sind eingefahren. 125 Gang. Kurvenlicht. Internetanschluss, Sitzheizung, Gaskocher und... Das habe ich nämlich auch noch. Eine WLAN-Kette. WLAN-Kette. Ja, best. Ja, das habe ich alles nicht. Aber dafür habe ich... Ja. Dafür habe ich halt eine blutdruckhydraulische Rahmenstabilisierungseinheit. Das ist ja ganz normale Schraubzwinger. Ja, das glaubst du. Und außerdem habe ich noch einen Nachtlichtassistenten. Ein Nachtlichtassistenten? Was ist denn das schon wieder? Ja, pass auf. Wenn ich auf Nacht mit meinem Radl heimfahre, dann macht der Krempel so einen Lärm, dass in der ganzen Nachbarschaft alle Lichter eingehen. Da habe ich noch alle Wahl heimgefahren. Du, aber mir hat's halt von meinem Garn noch nie runtergeholt. Und ich bin halt schon oft eine gute Schlangenlinie heimgefahren. Hey. Das letzte Mal hat mich sogar die Polizei mit Blaulicht verfolgt. Na. Ich voll nicht davon getreten. Aber sie waren einfach schneller. Und dann haben sie mich mit gestreckter Waffe angehalten. Boah, was haben sie noch gesagt? Gefragt haben sie mich. Sind Sie der Oberhuber Franzi? Ich so, ja. Sie haben mir Brieftaschen im Gasthaus vergessen. Aber mir ist letztens ähnlich gegangen. Da bin ich auf den Berg aufgefahren und durch einen Wald rausgekatzt. Auf einmal hab ich hinter mir zwei Lichter gesehen. Ein grüner Jeep hat mich verfolgt. Mit einem Jager auf der Motorhaube und einem Geweih hinter Lenkradl. Umgekehrt. Genau. Ein grüner Jeep mit einem Geweih auf der Motorhaube und einem Jager hinter Lenkradl. Ja, so was. Ja. Besser, ja. Ich voll da hingetreten, er nachgeschrien. Herr, bleib stehen, du darfst doch nicht fahren, das ist verboten. Ja, was hast du dann gemacht? Ich hab den Mittelfinger gezeigt und gesagt, schreib's dir meine Nummertafel auf! Hey, so war Glück gehabt, dass die Jahre auch einzutragen gleich selten was zum Schreiben mit haben, gell? Und außerdem sag ich dir noch eins. Was? Mein Nachbar, der ist Jager. Werden da drei Franze? Woher weißt du das? Ich einen Text geschrieben hab.
Genau der. Ja. Weißt du überhaupt, was der für eine Trophäe auf der Wand hängen hat? Keine Ahnung. Wehe? Na, Radlhelme. Ja. Du, aber ein anderes Thema. Ja. Ist deine Frau auch so sportlich wie du? Hey, meine Frau, die ist eine Top-Sportlerin. Die ist Rekordhalterin in Hoch- und im Weltsprung. Können wir jetzt schon gleich sagen, dass meine Ex-Frau sicher noch die bessere Sportlerin ist? Weil die hat gleich ein einziges Mal einen Seitensprung gemacht. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Also ich hoffe, es kommt echt bald wieder, sonst fahr ich allein weiter. Also, ja, warum bist denn du da? Weil ich dachte ja auf wen warten. Ja, auf meine motivierten Hochleistungssportler, aber da kennst du die eh nicht aus. Weil ich mit Facebook eine Gruppe gegründet, die AGB heißt. AGB? Ja. Ja, da habe ich mich ja auch angemeldet, hey. Ja, aber wenn ich mich... Jo, für was steht denn AGB noch an, hey? AGB steht für Austria's Greatest Biker. Da ist er falsch. Das hab ich mir gedacht. Weil ich hab gedacht, AGB heißt Austrias Gasthaus Bäcker. Glück, Glück!